Der ukrainische Generalstab veröffentlicht täglich Zahlen zu allen Verlusten der russischen Streitkräfte. Seit Russlands Invasion hat die Ukraine demnach 66.650 Soldaten getötet, 2.567 Panzer und 269 Flugzeuge zerstört. Die Ukraine hat natürlich ein Interesse daran, die Zahlen möglichst hoch erscheinen zu lassen. Allein um die Moral der eigenen Soldaten hochzuhalten. Die offiziellen Zahlen aus Russland hingegen weichen erheblich von den ukrainischen ab. Das russische Verteidigungsministerium hat bisher überhaupt nur dreimal seit Kriegsbeginn Zahlen herausgegeben. Das letzte Mal am 21. September. Da hieß es, 5.937 Soldaten seien bislang gefallen. Das ist wohl auch Wunschdenken.